Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Rektor Merk, liebe Vizerektorin, liebe Mitglieder des Unirates, Senatsmitglieder etc. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier nochmal im Kaiser-Leopold-Saal in dieser zentralen Festwoche zusammenkommen. Es ist ja schon erwähnt worden, vor zwei Tagen haben wir den eigentlichen Geburtstag dieser Universität gerade gefeiert und begangen. Und wie auch schon angedeutet wurde, hat sich die Universität Innsbruck versucht, es sich nicht leicht zu machen in diesem Jubiläumsjahr und nicht nur eine Erfolgsgeschichte über 350 Jahre abzufeiern, die man auch so gar nicht abfeiern kann, sondern eben auch den Blick auf problematische Aspekte der Vergangenheit zu richten. Und das sind eben großteils, aber nicht nur Aspekte, die etwas mit der Geschichte des Dritten Reiches zu tun haben, das aber auch gewissermaßen nicht 1945 einfach endete, sondern tiefe Spuren hinterlassen hat an der Universität wie in der Gesellschaft allgemein. Für mich persönlich ist es eine große Ehre und ein großes Vergnügen, jetzt mit Ihnen beiden hier ein bisschen diskutieren zu dürfen über diese Fragen, die sich, glaube ich, eben gut in dieses Jubiläumsjahr einfügen. Wir haben das genannt, die Gegenwart und Zukunft der Erinnerung. Das und Zukunft in Klammern gesetzt ist im Titel, soll nicht heißen, dass das gewissermaßen, dass der Zukunftsaspekt hier abgewertet werden soll. Im Gegenteil, ich habe das eher so verstanden, dass wir ihn damit explizit ein bisschen hervorheben wollen. Wir wollen über die Vergangenheit und Gegenwart reden und aber gleichzeitig auch Gedanken über die Zukunft machen. Das ist ja alles sehr eng miteinander verschränkt. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich eine große Ehre für die Universität Innsbruck, dass Sie beide morgen diese Ehrendoktorate entgegennehmen werden. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen auch nochmal explizit von meiner Seite. Ich möchte auch sehr herzlich begrüßen die beiden Begleiterinnen unserer Geehrten, nämlich die Frau unseres Altbundespräsidenten Margit Fischer, die hier ist. And Trudy Gold is a very close friend of Anita coming from London with her. She's also a historian, also very much involved in Holocaust education. Thanks for being here and thanks for being with Anita this night. Anita Lasker-Wallfisch und Heinz Fischer werden das Ehrendoktorat bekommen aufgrund hervorragender Verdienste um die von der Universität Innsbruck vertretenen Ziele, leitenden Grundsätze und gesellschaftlichen und kulturellen Aufgaben, wie es in unserer Satzung heißt. In dieser Auseinandersetzung mit der Universitätsgeschichte und vor allem mit diesen problematischen, wie wir normalerweise sagen, aber oft finde ich unpassend auch sagen, dunklen Kapiteln, denke ich, wird nochmal sehr klar, was eigentlich die Grundlage auch unseres akademischen Arbeitens ist, aber auch Grundlage unseres Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, nämlich Offenheit, Internationalität, Kooperation und Diversität. Und ich glaube, die beiden Geehrten des morgigen Tages stehen geradezu exemplarisch für diese Werte und haben sie in der Öffentlichkeit immer sehr stark vertreten, vertreten sie in der Öffentlichkeit sehr stark und sind in diesem Sinne, glaube ich, auch tatsächlich, wie es sich die Universität ja jetzt im Jubiläumsjahr ins Logo gewissermaßen der Jubelfeierlichkeiten hineingeschrieben hat, Brückenbauer in die Zukunft. Und ich glaube, darin besteht gewissermaßen die Übereinstimmung mit den von der Universität vertretenen Zielen bei Ihnen beiden. Tatsächlich sind Sie beide auch Zeugen der sehr wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und Ihnen beiden ist auch das Bewahren von Erinnerung, aber auch vor allem das Ziehen von Lehren aus der Erinnerung sehr wichtig und die Vermittlung von Wissen über die Geschichte sehr wichtig. Wir werden im Laufe des Abends noch ein bisschen uns an Ihre Lebensgeschichten auch herantasten. Es werden morgen noch große Laudationes gehalten werden, natürlich beim Dies Academicus, aber
möchte trotzdem hier vielleicht einige, ist ganz skizzenhaft, nur einige Informationen für diejenigen im Publikum geben, die morgen auch nicht dabei sein können. Anita Lasker-Wallfisch ist in Breslau geboren und sie wird uns, glaube ich, selbst gleich ein bisschen was über ihre Familie in Breslau erzählen. Sie hat Auschwitz erlebt dank des sogenannten Mädchenorchesters, in das sie von Alma Rosé als Cellistin aufgenommen wurde, gleich nach ihrer Ankunft in Birkenau. Und wir hatten heute Vormittag das Vergnügen, die Ausstellung des Hauses der Geschichte Österreich in Wien hier im Innsbrucker Haus der Musik zu eröffnen, in der das Leben von Alma Rosé und auch Arnold Rosé, ihrem Vater, dem langen, also jahrzehntelangen Konzertmeister der Wiener Philharmoniker bis zum Anschluss 38 gewürdigt wird und dargestellt wird. Anita Lasker-Wallfisch war dann eine der Mitbegründerinnen des English Chamber Orchestras, eines ganz wichtigen Orchesters in London, begründet und hat dann, man könnte sagen, erst spät, und auch darüber können wir dann noch reden, erst sehr spät ihre Erinnerungen aufgeschrieben, Mitte der 90er Jahre, Inherit the Truth, ihr sollt die Wahrheit erben, und sie ist seitdem sehr, sehr aktiv als Zeitzeugin in Schulen und in anderen Settings unterwegs, ein Dauergast auf Podien, haben wir auch gerade kurz beredet schon, und ist dafür bereits gewürdigt worden, vielfach mit der Ehrendoktorwürde beispielsweise der Cambridge University, des Preises für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums in Berlin. Sie hat 2018 im Deutschen Bundestag die Rede zum Holocaust-Gedenken im Januar gehalten. Sie hat 2014 hier im ORF in Tirol zum Holocaust-Gedenktag gesprochen und gerade vor einigen Wochen den Deutschen Nationalpreis vom deutschen Bundespräsidenten überreicht bekommen. Herzlich willkommen nochmal und danke, dass Sie bei uns sind heute. Heinz Fischer vorzustellen in Österreich ist eigentlich unsinnig, glaube ich. Jeder kennt ihn. Er ist 1938 in dem Jahr, das auch letztes Jahr eben ein Gedenk, also ein Bezugsjahr für das Erinnerungs- und Gedenkjahr der Republik war, geboren worden in Graz, dann nach Wien mit der Familie übersiedelt. Er war ab 1971 Nationalratsabgeordneter für die SPÖ, ab 1975 SPÖ-Klubobmann im Parlament, von 1983 bis 1987 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, ab 1990 Präsident des Nationalrats und dann von 2004 bis 2016 Bundespräsident der Republik Österreich. Er hat dann 2018 im sogenannten Erinnerungs- und Gedenkjahr als Beauftragter der Bundesregierung für das Erinnerungs- und Gedenkjahr fungiert und damit, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion wahrgenommen, dieses Jahr inhaltlich auszugestalten, das eben ja ganz unterschiedliche Aspekte und Bezugspunkte aufgemacht hat und beinhaltet hat. Er war auch stellvertretender Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Europas, Vorsitzender des von Willy Brandt gegründeten Europäischen Forums für Demokratie und Solidarität und Anfang der 70er Jahre auch Mitbegründer der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft und ein Gründungsmitglied der österreichischen Sektion von Amnesty International. Er ist derzeit Präsident des Verbandes der Österreichischen Volkshochschulen, Präsident des Instituts für die Wissenschaften von Menschen und Co-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centers in Wien und Seoul zusammen mit dem Namensgeber Ban Ki-moon. Herzlich willkommen auch an Sie und danke, dass Sie da sind heute Abend und morgen. Wir wollen uns ein bisschen über Ihre Lebenswege unterhalten und Ihre persönlichen Erinnerungen auch an die NS-Zeit oder an die Zeit danach, an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und das, was man vielleicht als das Verblassen der Erinnerung heute auch beschreiben könnte und die Frage stellen, inwieweit Erinnerung eine bleibende Aufgabe ist. Aber lassen Sie uns beginnen bei Ihren Lebenswegen, Anita Lasker.
Was ist Ihr familiärer Hintergrund gewesen in Breslau? You need to take the mic. Sorry, ja, ich habe vergessen. Also wir waren eine typische deutsche, jüdische, vollkommen assimilierte Familie. Dass ich jüdisch bin, habe ich erst erfahren, als man mich zum ersten Mal angespuckt hat und dreckiger Jude genannt hat. Sonst waren wir vollkommen integriert, so erinnere ich mich jedenfalls. Mein Vater war natürlich im Ersten Weltkrieg, Eisernes Kreuz und begeisterter Deutscher. Und wir waren auch so eine Familie, wo Kultur eine Riesenrolle gespielt hat. Also wir haben den Faust auswendig gekannt, bevor wir 10 Jahre alt waren. Ja, so aus so einer Familie komme ich. Und Musik war natürlich vollkommen auch etwas vollkommen Normales. Ich meine, gar nichts Besonderes, dass da Musik gemacht wird und dass Kinder Instrumente lernen. Also das ist sozusagen mein Background, ja. Alle Familienmitglieder haben ein Instrument gespielt, auch Sie haben ein Instrument gelernt. Alle haben gespielt, ja. Meine älteste Schwester, die hat Klavier gespielt. Die Renate hat sehr ungern Geige gespielt und ich habe mit Begeisterung Cello gespielt. Und meine Mutter war Geigerin und mein Vater war zwar Rechtsanwalt, aber der hat sehr gut gesungen, also Schubert-Lieder. Es war immer Musik bei uns im Haus, das war vollkommen normal, ja. Aber es ging nicht nur um Musik, auch Literatur spielte eine große Rolle. Ja, wir hatten, das war bei uns eine Einrichtung, wenn ich jetzt denke, so verrückt war das. Am Sonntagnachmittag mussten wir alle zu Hause sein. Und da wurde also, hat mein Vater Geschichten aus dem Krieg erzählt, sind Schützengraben und so weiter. Und dann wurden die Klassiker gelesen. So war das bei uns. Also wie gesagt, war ich sehr bekannt mit der deutschen Literatur. Und ich bin ziemlich entsetzt, wie oft ich in den Schulen jetzt, ich gehe sehr oft in Deutschland in Schulen, nicht unbedingt weiß, wer Goethe war. Nicht unbedingt. Ich habe ja ganz gute Schriftsteller hier gehabt, so ein Schiller und ein Goethe und ich weiß nicht was alles. Ja, das ist ein bisschen traurig, aber das war sozusagen mein Background, war Kultur. Und der Background war nicht so sehr, das haben Sie einmal gesagt oder auch in Ihrem Buch geschrieben, war nicht so sehr jüdisch. Sie haben mal gesagt, Sie sind eher unjüdisch. Nein, also dass ich jüdisch bin, das habe ich erst erfahren, als man mich, wie gesagt, zum ersten Mal angespuckt hat. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was ist das eigentlich? Und es hat nicht lange gedauert, bis man verstanden hat, was es ist, jüdisch zu sein. Man ist also langsam ausgeschieden von Normalität. Ja, es hat nicht zu lange gedauert, bis man das verstanden hat. Ihre beiden Eltern sind deportiert worden, untermauert worden? Ja, also ich meine, dann kam der 9. November, nicht wahr? Das war sozusagen der Stichtag, wo man gewusst hat, hier kann man nicht bleiben, aber da war alles zu spät. Grenzen haben sich geschlossen und wissen Sie, dass auf unseren Pässen ein großes J für Jude gedruckt war. Das ist allerdings in der Schweiz erfunden worden. Also man hat sofort gewusst, ob man jüdisch ist. Pass aufgemacht, bist Jude, also existierst du nicht. Ja, also das hat nicht lange gedauert, bis der Krieg ausgebrochen, dann waren wir gefangen. Ja. Und dann kam natürlich die Wannsee-Konferenz, 42. Und da wurde entschlossen von einer Reihe von sehr gut erzogenen Menschen mit Universitätsdegrees, wie man Juden aus der Welt schaffen kann. Immerhin etwas eigenartig, nicht, wenn man das bedenkt. Das wurde also dort beschlossen und dann gingen die Deportationen, ich meine, ich habe schon vorher angefangen, aber dann war das dann Zug auf Ruck, Ruck auf Zug, die Deportationen an und meine Eltern wurden am 9. April 1942 deportiert. Man hat sich immer eingebildet, man geht in den, man wird resettled, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt. Umgesiedelt. Umgesiedelt, ja. Sie blieben alleine mit Ihrer Schwester zurück, mussten Zwangsarbeit leisten? Ja, wir sind dann einfach gesessen, wussten gar nicht, was wir mit uns machen sollen. Wir waren da schon bereits zum Arbeitsdienst eingezogen. Ich bin große Experte in Toilettenpapierfabrikation.
Wir haben in einer Papierfabrik gearbeitet. Und da wir ziemlich freche Mädchen waren und eigentlich uns nie haben etwas gefallen lassen, haben wir versucht zu fliehen. Und wir haben auch versucht, irgendetwas zu tun, um dann nicht einfach zu sitzen, bis man uns abholt. Und in dieser Fabrik haben auch französische Kriegsgefangene gearbeitet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind mit ihnen in Kontakt gekommen und haben angefangen, Papiere zu fälschen, für die Gefangenen zu entfliehen. Ich wusste, dass man uns auf der Spur ist und da haben wir auch entschlossen versuchen zu fliehen. Ich meine, ich jetzt zurückdenke, wir waren Kinder, das ist ein bisschen eine irrsinnige Idee, war das Ganze. Auch mit gefälschten Papieren in die unbesetzte Zone von Frankreich zu gelangen, wo es einige Hilfe gab. Ich weiß nicht, ob Sie da damit bekannt sind. Da waren Leute, die geholfen haben, aber wir sind schon am Bahnhof verhaftet worden. Ja, und das war das Ende unserer Freiheit. Sie sind ins Gefängnis gekommen und dann auf einen, also eher ungewöhnlichen Weg nach Auschwitz deportiert worden, nämlich als Strafgefangene und im Lager in Birkenau angekommen und sind dann gleich von Alma Rosé für dieses sogenannte Mädchenorchester rekrutiert worden. Ja, ich meine, um nur ganz kurz die Zeremonie, wie das ist, wenn man in Auschwitz ankommt, kriegt man die Haare rasiert und eine Nummer tätowiert und das wird alles von Gefangenen gemacht. Und diese Gefangenen sind natürlich sehr neugierig. Da kommt eine neue, die wird vielleicht neue gute Nachrichten bringen. Da hat man sich dann unterhalten. Also wie geht das mit dem Krieg? Wird der bald zu Ende sein? Und was hast denn du vor dem Krieg gemacht? Ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, ihr zu sagen, was ich gemacht habe. Ich spiele Cello. Fantastisch. Du wirst gerettet werden. Und so kam die Verbindung mit der Alma Rosé. Der sagte, bleib hier stehen, ich war splitternackt mit einer Zahnbürste in der Hand. Bleib stehen, warte und holt die Alma. Und da kommt diese Dame an, mit sehr gut an, ein Kamelhaarmantel, ich sehe das heute noch vor mir. Wusste gar nicht, ob das eine Gefangene ist. Ja, mein Name ist Alma Rosé, begeistert, wir brauchen ein Cello. Ja, das hat mich gerettet. Okay. Ich glaube, es ist nicht allen so klar, warum es in Auschwitz ein Mädchenorchester gab. Es gab in praktisch allen Lagern ein Männerorchester. Das habe ich erst später erfahren. Ich glaube, wir waren das Resultat von einer eifersüchtigen Lagerleiterin, die Frau Maria Mandl. Die hat sich, glaube ich, gesagt, hier gibt es überall, alle haben im Lager ein Orchester, wir wollen auch eins haben. Ich glaube, so fing das an. Und da hat er mal angefangen, dann Menschen zu suchen, die Instrumente spielen konnten. Mhm. Ja. Und was war die Funktion dieses Orchesters? Offizielle Funktion war, Märsche zu spielen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Auschwitz umgeben war von IG Farben, Buna, also Fabriken. Und die Gefangenen von Auschwitz sind jeden Morgen ausmarschiert zur Arbeit und am Abend wieder zurückmarschiert. Und wir saßen am Tor und haben Märsche gespielt. Also alle Märsche, die es überhaupt auf der Welt gibt, habe ich dort gespielt, damit die schön fein säuberlich rausmarschieren und am Abend zurück. Aber tagsüber hat die Alma Rosé versucht, aus dieser Kollektion von Kindern etwas zu machen, was akzeptabel war. Und es ist ihr gelungen. Als ich Ihnen geschrieben habe, dass die Universität Innsbruck Ihnen das Ehrendoktorat verleihen will, haben Sie mir gleich zurückgeschrieben, Sie nehmen es gerne an, in Erinnerung an Alma Rosé. Sie sagen auch immer, dass Sie wegen Alma Rosé den Holocaust überlebt haben. Alma Rosé ist ja in Auschwitz gestorben, es ist ein wenig unklar, woran, einer Lebensmittelvergiftung vermutlich. Sie selbst sind dann nicht in Auschwitz befreit worden, sondern in Bergen-Belsen, weil Sie noch einmal verlegt worden sind. Noch einmal was? Einmal verlegt worden sind nach Bergen-Belsen. Ja, die Russen sind näher gekommen und dann Auschwitz ist quasi gesäubert worden. Man hat die Gaskammern versucht zu sprengen. Ich weiß nicht, ob mal jemand da war von Ihnen. Ganz gelungen ist es nicht. Und wir sind alle nach dem Westen gegangen, aber da gab es keine Musik mehr. Aber wissen Sie, wenn ich hier von Alma spreche und von Arnold Rosé spreche, für mich ist die Satisfaktion, dass ich sie wieder ins Leben zurückrufe.
Sie denken jetzt an diese Menschen, nicht wahr? Das sind Millionen von Menschen, von denen man nicht weiß, wer sie eigentlich waren. Also die Tatsache, dass wir hier über die Rosé-Familie sprechen können, das gibt mir wirklich, macht mich, I don't know what the word is. Herr Fischer, ich habe gerade mit großem Interesse dieses Gesprächsbuch gelesen, das Sie mit Herbert Lackner gemacht haben, wo Sie auch über Ihren familiären Hintergrund reden. Das ist, glaube ich, jetzt in dem Sinne nie ein Geheimnis gewesen. Oder Sie haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, aber ich glaube, so richtig präsent ist es auch nicht in der Öffentlichkeit oder nicht so bekannt. Der Grund, warum Ihre Familie von Graz nach Wien wieder zurückgezogen ist, ist der gewesen, weil Ihr Vater 38 als von den Nazis sogenannter Halbjude eingestuft seinen Job verloren hat und die Familie dann wieder zurück nach Wien ist. Können Sie uns ein bisschen was über Ihren Familiengrund über das Aufwachsen in dieser Zeit erzählen? Also meine Biografie ist nicht so dramatisch und spannend. Ich habe nur Kindheitserinnerungen an die Zeit zwischen 38 und 45. Natürlich waren die nicht schön, weil ich schreckliche Angst vor den Bomben gehabt habe. Und wir haben in Hietzing gewohnt, in der Jagdschlossgasse, und der nächste Luftschutzkeller war am Königlberg. Und das war doch so weit weg, dass wenn der Kuckuck im Radio einen Fliegerangriff angekündigt, das war dieses Kuckucksignal, das es da immer gegeben hat, bevor dann die Sirenen drangekommen sind. Da war nicht genug Zeit und daher sind wir nur in unserem Kohlenkeller gegangen in der Jagdschlossgasse. Und das war natürlich eine Illusion zu glauben, dass das irgendeinen Schutz bietet. Wenn da eine Bombe das Haus getroffen hätte, dann wär alles vorbei gewesen. Aber selbst wenn Bomben in der Nähe gefallen sind oder wenn die Flak am Roten Berg besonders heftig geschossen hat, hat es Erschütterungen gegeben und dann ist der Kohlenstaub aufgestiegen und man war dann ziemlich russig, wenn man herausgekommen ist. Aber Sie haben mich ja nach Graz gefragt. Also jawohl, mein Großvater mütterlicherseits war ein Eisenbahner aus Niederösterreich und mein Großvater väterlich hat Jakob geheißen und war ein völlig assimilierter Jude, der hätte studieren wollen, aber dann bei einer Demonstration hat er geschrien, Pfui Lueger, Pfui Lueger, wegen dessen Antisemitismus, und darauf war es mit dem Studium vorbei damals. Und er ist Buchhalter geworden. Mein Vater war arbeitslos in Wien und hat dann aber in den 30er Jahren einen Posten beim Magistrat Graz bekommen. Die Eltern sind nach Graz übersiedelt, haben in Graz geheiratet. Ich bin in Graz 1938 zur Welt gekommen, aber der Anschluss an, der sogenannte Anschluss an Deutschland hat dazu geführt, dass sie meinen Vater noch im April 1938 beim Magistrat gekündigt haben und er konnte noch eine Zeit lang in Graz wohnen, aber dann ist die Wohnung für andere Zwecke benötigt worden und wir sind nach Wien übersiedelt, weil die Schwester meines Vaters hat mit ihrer Familie in Wien gewohnt und dann sind die zwei Familien zusammengezogen und in dieser Konstellation habe ich den Krieg überlebt. Mein Vater hatte das Glück, mit seiner Abstammung wehrunwürdig zu sein. Also er musste nicht einrücken, er durfte nicht einrücken, hat sich aber nicht sehr gekränkt darüber. Hat sich halt das Geld verdient durch Gelegenheitsarbeiten und durch das Sammeln von Versicherungspolizen und solche Tätigkeiten.
hat dann noch die Einberufung zum Volkssturm bekommen im Anfang 1945 und ist dann untergetaucht, wie man das so schön nennt. Er hat sich bei Freunden versteckt und hat auf diese Art das Kriegsende erlebt und überlebt. Bei mir war es so, dass meine Mutter eben vor den Bomben so große Angst hatte. Sie hatte eine verwitwete Cousine im Burgenland, in Bamhagen, die Tante Sali. Und die hat sich eh schwer durchgebracht, weil ihr Mann ist auf einen rostigen Rechen gestiegen. Und damals war die medizinische Versorgung so, dass man an einer Blutvergiftung gestorben ist. Und dann ist sie da gestanden mit ihren Kindern und sie hat also mich auch aufgenommen, fern von den Bomben. Daher steht in meinen Volksschulzeugnissen eben erste Klasse Volksschule in Bamhagen begonnen. Und das denke ich sehr gern, obwohl das natürlich ein Haus mit gestampftem Lehm und Strohdach und kein Wasser, Brunnen draußen. Aber wie die Russen näher gekommen sind, war es vorbei mit Bamhagen im Jahr 1945. Dann bin ich in Niederösterreich in ein kleines Dorf gekommen, in Lorch, an der Pilach. Dort waren offenbar relativ viele Nazis. Also in Bamhagen haben wir in der Früh nicht mit Heil Hitler grüßen müssen. In Lorch haben wir den Unterricht in der Früh begonnen mit Stramm stehen und Heil Hitler, Herr Lehrer. Aber das hat nicht mehr lange gedauert, weil im April 1945 war es dann vorbei. Ihre Frau Margit ist ja im Exil ihrer Familie in Schweden geboren. Ihre Großmutter und Tante wurden in Mali-Trostinetz ermordet. Ein Vernichtungslager, das ja weitgehend vergessen ist, obwohl es eigentlich der Ort des Sterbens für die meisten deportierten österreichischen Juden gewesen ist. Im Haus der Geschichte in Wien findet sich ein sehr berührender Abschiedsbrief in der ersten Dauerausstellung, gewissermaßen, die vom Haus der Geschichte gemacht wurde. Sie erzählen in dem Buch mit Herbert Lackner auch sehr ausführlich über dieses Aufwachsen dann nach dem Krieg in Hitzing, kein klassischer Arbeiterbezirk, wie Wienerinnen und Wiener wissen, aber wo es offensichtlich ein ganz interessantes Umfeld gab, auch mit jüdischen Remigranten nach Wien und wo sie dann nach dem Krieg sozialisiert worden sind. Können Sie vielleicht noch ein bisschen sagen, wie präsent in dieser frühen Phase nach dem Krieg dort überhaupt die Überreste, gewissermaßen die Verbrechen der NS-Zeit gewesen sind bei Ihrem Aufwachsen? Also ich muss zunächst einmal sagen, ich bin wirklich erstaunt, dass mir das Wort Mali-Trostinetz oder der Ort Mali-Trostinetz als Student, als junger Parlamentarier, auch als Wissenschaftsminister schlicht und einfach nicht geläufig war. Und ich glaube ja, dein Vater, Margit, hat ja auch nicht zunächst lange Zeit gewusst, wo genau seine Mutter und seine Schwester und andere Verwandte ermordet wurde. Ein Mitglied ist in Auschwitz umgebracht worden, zwei sind in Mali-Trostinetz umgebracht worden und andere sind auf andere Weise ums Leben gekommen. Und ich bin in Hitzing ins Gymnasium gegangen und eine ganz starke Berührung mit dem Faschismus habe ich durch den Religionsunterricht erfahren, weil mein Religionslehrer im Gymnasium, Monsignore Alois Beck, war Divisionspfarrer in der 6. Armee in Stalingrad. Und er war ein relativ junger Religionsprofessor, er hat ein Motorrad gehabt, das hat uns sehr imponiert, aber er hat im Religionsunterricht vor allem über Stalingrad erzählt. Und ich würde sagen, er hat mehr über Stalingrad und über die Nazis und über den Krieg erzählt, als über die Evangelien. Und ich bin erst später draufgekommen, dass das
in ihm so, sich so hineingefressen hat in sein Bewusstsein, dass wenn ich ihn 20 Jahre nach der Matura auf der Straße getroffen hat, hat er mich beim Arm genommen und gesagt, gut Heinz, dass ich dich treffe, ich habe noch vergessen, dir was zu erzählen, und hat wieder irgendwas ganz Schreckliches und einen Fall von Kannibalismus oder wie es die Leute zerfetzt hat und wie das alles schrecklich war. Und das ist bis zu seinem Lebensende so geblieben, und als er gestorben ist, in hohem Alter, habe ich ihn noch besucht. Er hat auch über das Ganze gesprochen, und dann hat mir der Arzt gesagt, dass er auch in den, der ihn begleitet hat beim Sterben, dass er von diesem Stalingrad, dass das so von ihm Besitz genommen hat, dass das auch seine letzten Gedanken und so weiter waren. Das Zweite war, dass ich als junger Mittelschüler dem Verband Sozialdemokratischer Mittelschüler beigetreten bin. Das war im Jahr 1953. Das war in einer Zeit, wo die Zweite Republik samt Innenminister Helmer und Finanzminister Kamitz und so weiter in einer Art und Weise mit der NS-Zeit umgegangen ist, die heute wirklich sehr kritisiert werden muss, eigentlich unverständlich ist, dass sich das so entwickelt hat, obwohl wir es rational irgendwie mit politischem Opportunismus und mit Versuch der Stimmenmaximierung erklären können. Aber in dieser meiner VSM-Gruppe waren viele junge Leute, deren Eltern emigriert waren. Ich glaube, es war ein Zufall, aber es war der John Seiler, der jetzt die Galerie Ulysses geführt hat, dessen Eltern emigriert sind nach New York. Es war der Timmy Smolka, das waren Emigranten. Es waren die Scheumädeln, drei Mädchen, deren Vater nach London emigriert ist und dann außenpolitischer Redakteur der Arbeiterzeitung war. Es war die Andrea Strasser, deren Eltern nach Frankreich emigriert sind. Also ich habe viele gleichaltrige Freunde gehabt, die ganz anders geredet hat als so der Durchschnittsgymnasiast in Hietzing. Und das hat wieder mein Interesse geweckt an Leuten wie Otto Leichter und die beiden Söhne von Otto Leichter, von denen ja einer bis heute glücklicherweise am Leben ist, und diese dramatische Geschichte von der Flucht und dem Zurückbleiben der Käthe Leichter und ihrer Verhaftung und ihrer Einlieferung ins KZ. Und ihr Mann Otto Leichter hat noch 5, 6 Jahre nach 38 Briefe an eine KZ-Adresse geschrieben und Grüße von den Buben, und die Buben haben was gezeichnet und haben der Mama Grüße geschrieben. Und derweil war die schon 41 oder was, ist sie ermordet worden. Und diese Briefe sind ja dann von den Nazis in ihrem bürokratischen Perfektion aufgehoben worden, sind irgendwo in Berlin abgelegt worden. Und die Russen, wie sie 1945 Berlin erobert haben unter den Tonnen an Dokumenten auch diese Briefe nach Moskau geschleppt, und Historiker haben dann in Moskau die Briefe herausgegeben, und die sind dann veröffentlicht worden. Ich glaube, ich habe ein Vorwort für dieses Buch geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und immer wenn ich in die USA gefahren bin, habe ich eine ganze Liste von Emigranten abgearbeitet, besucht. An der Spitze ist zweimal der Hans Kelsen gestanden in Kalifornien, aber es waren auch viele andere bekannte und weniger bekannte österreichische Emigranten. Und dadurch, zusammen mit dem Freundeskreis der Margit nach Schweden und Skandinavien und meinem Freundeskreis in die USA, ist da ein großes Netz zustande gekommen, das aber jetzt entweder schon nicht mehr unter den Lebenden weilt oder nur mehr zu den ganz, ganz Alten zählt. Auch der Georg Scheuer
war ein Emigrant nach Frankreich. Und auch der Christian Broder hat viele Freunde aus Emigrantenkreisen gehabt. Anita Lasker-Waschus, Sie sind, wie vorhin schon gesagt, in Bergen-Belsen befreit worden, nicht in Auschwitz. Und ich würde gerne ein kurzes Audio-Dokument einspielen lassen. If it's okay for you, we talked about that earlier. Als ich das erste Mal gehört habe, hat es mich sehr beeindruckt. Und vielleicht können es alle nachvollziehen, wenn sie es auch das erste Mal hören. Könnt ihr das bitte einspielen, Martin? Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin. Ich befinde mich mit meiner Schwester seit 3 Jahren in Haft. Ich bin politischer Häftling. Ich habe französischen Kriegsgefangenen über die Grenze verholfen. Zuerst wurden wir ins Gefängnis eingesperrt. Meine Schwester wurde zu 3,5 Jahren Zuchthaus, ich zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 1,5 Jahren brachte man uns beide in das furchtbarste Konzentrationslager, Auschwitz. Ich möchte zuerst ein paar Worte über Auschwitz sagen. Die Auschwitzer Häftlinge, die wenigen, die geblieben sind, fürchten alle, dass die Welt nicht glauben wird, was dort geschehen ist. Dort hat man lebendige, gesunde Menschen lebend ins Feuer geworfen. Meine Baracke war ungefähr 20 Meter von dem Kamin, von einem der 5 Kamine, die sich dort befanden, entfernt. Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen. Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert. Das heißt, man fragt das Alter und den Gesundheitszustand. Die unwissenden Ankömmlinge pflegen irgendwelche Leiden anzugeben und unterschreiben damit ihr Todesurteil. Besonders hat man es auf Kinder und Alte abgesehen. Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin. In der Nacht brannte das Feuer bis zum Himmel. Kinder hat man lebendig hineingeworfen und aus Menschlichkeit pflegte man die anderen zu vergasen, das heißt zu betäuben. Wenn aber zu viel Arbeit war, pflegte man alle lebendig zu verbrennen. Die Schreie hörten wir bis in unsere Baracke. Dazu wurde immer Musik gemacht. Ich selbst befand mich in der Musikkapelle. Zu den furchtbarsten Dingen wurde Musik gemacht. Besondere Verdienste in Auschwitz um die Juden haben sich Maria Mandel, Margot Drechsel und der Kommandant Kramer, der auch in Bergen-Belsen Lagerkommandant war, erworben. Nach einem Jahr Aufenthalt in Auschwitz, meine Schwester und ich waren sehr krank und sind nur mit Mühe dem Tode entronnen, wurden wir nach Bergen-Belsen geschickt. Bergen-Belsen, was jetzt als das furchtbarste Konzentrationslager bezeichnet wird. Und es reicht bei weitem nicht an Auschwitz heran. In Bergen-Belsen gibt es kein Kamin. Das heißt, das Elend wird nicht verbrannt, so wie es in Auschwitz war. Hier haben die Leute gehungert. Hier war Typhus, hier war Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Ambulanz, keine Medikamente. 14 Tage blieben wir ohne Brot. Verpflegung war Rüben mit Wasser, ohne Salz. Endlich am 15. kam die Befreiung, auf die wir 3 Jahre lang gehofft haben. Noch können wir es nicht begreifen, noch glauben wir zu träumen. Wir sehen die Engländer durch das Lager fahren, Menschen, die uns nichts Böses wollen, Menschen, die uns helfen wollen. Wir können es nicht begreifen. Man hat Wasser gebracht, Wasser. 3 Wochen waren wir ohne Wasser, die Menschen sind verdurstet. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Meine Eltern sind auch dabei kaputt gegangen. Aber wir blicken jetzt vorwärts, wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Hoffentlich werden wir doch noch irgendwelche Verwandte wiedersehen. Ja, danke. Das ist eine Aufnahme vom deutschen Dienst der BBC. Because you said it in German. It was for, I think it was for, or was it for the English audience? Was it for an English audience? No, da war so ein Englisch, das war Gordon Walker, der hat das aufgenommen. Aber es gibt noch eine andere Version davon. Ja, yeah, anyway, das war damals 1945. Das war unmittelbar nach der Befreiung? Ja, eine Woche vielleicht kurz später. Danach. Ja, da hat man mir gesagt, weißt du, wir waren befreit.
Und da sagt jemand, weißt du, hier ist eine BBC-Van, die nehmen Sachen auf, wenn Leute ihre Familie suchen. Ja? Geh doch da mal hin. Und das, that's what happened. Mhm. Ja. Ich finde interessant und beeindruckend die Klarheit, mit der Sie darüber reden, so unmittelbar nach dem, ja. nach dem gutes Deutsch, nicht? Ereignis. Und Sie waren auch dann Zeugen ja im Bergen-Belsen-Prozess 1945 noch, ja. Wo Sie den Tätern wieder gegenübergestanden sind. Das war ein ganz gutes Gefühl, ja, auf der anderen Seite zu sein, for a change. Und interessant ist aber auch, dass Sie, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, Inherited Truth, oder das erklärt ja eigentlich das Buch, dass Sie mit Ihren Kindern sehr lange nicht über diese Erfahrungen geredet haben. Ja, die Familien sind sehr verschieden. Bei manchen Familien ist es ständiges Gesprächsthema, bei uns nicht. Wir haben ganz andere Sachen zu tun gehabt, als ständig vom Holocaust. Wir mussten ein Leben... Ich habe in 0, nichts haben wir angefangen wieder, nicht wahr? Also da war kein Platz mehr, jetzt darüber zu sprechen. Jetzt hol auf, was du alles verpasst hast. Und so kam das, dass wir eigentlich nie darüber gesprochen haben. Aber meine Kinder sagen mir, wir wussten doch immer, dass irgendwas nicht ganz normal ist, nicht wahr? Und dann kam eigentlich dieser Film heraus, über das zum ersten Mal über die Befreiung von Belsen, wo ich meine Kinder, wo das wurde privat gezeigt. Meine Kinder mitgenommen und da hat mein Sohn gesagt, weißt du, Mommy, you never told us anything. Und da habe ich gesagt, ich werde mal was aufschreiben. Okay, warte. So kam das Buch zustande. Im Grunde habe ich es für meine Kinder geschrieben, dass es ein Buch geworden ist. Ist auch mal wieder so typisch für mich. Ja. Das ist, fällt ungefähr auch in die Zeit, in der Sie das erste Mal wieder nach Deutschland Ja, das war auch per Zufall, wissen Sie, ich habe also in der English Chamber Orchestra gespielt, das war ganz international. Wir sind in der ganzen Welt herumgefahren und haben jeden Monat einen Stundenplan bekommen. Amerika, weiß ich was, Frankreich und so weiter und Deutschland, Deutschland. Ja, Nita fährt nicht mit nach Deutschland, das ist kein Problem, fährt jemand anderes. Ist okay. Aber einmal kam diese Liste und da stand da Deutschland, Soltau und Celle, und das sind Orte ganz in der Nähe von Belsen. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, du willst dir doch mal anschauen, was aus diesem Belsen geworden ist. Und da rief ich das Orchester an und sagte, hör mal zu, liebe Leute, ich komme mit diesmal. Da haben sie gesagt, um Gottes Willen, was wirst du machen, hier mit einem Schießgewehr ankommen und alle Leute erschießen. Keine Angst, ich werde nicht mal mit jemandem sprechen. Komme also nach Hannover, wahrscheinlich war das, und dann kommen wir in Celle an und da sollten wir proben und da waren die Notenständer nicht da. Habe ich mich schon gefreut, sage ich, in Deutschland klappt nicht mehr alles hundertprozentig. Und wir saßen also da und warteten auf die Notenständer und irgendwie muss ich herumgesprochen haben, die Frau, die da sitzt, die war mal und so weiter. Und da kam ein sehr kritischer Moment in meinem Leben. Da kommt ein junger Mann an mich heran, offensichtlich ein Deutscher. Ich war aber in Deutschland und habe mit keinem Deutschen gesprochen. Und verbeugt sich und sagt, ich höre, Sie wollen ins Lager fahren. Nun müssen Sie wissen, man braucht ein Auto, um vom Celle nach Belsen zu kommen. Das hatte ich aber schon alles arrangiert mit einem Kollegen von mir. Also kommt dieser junge Mann an mich heran und sagt, ich höre, Sie wollen ins Lager fahren, darf ich Sie fahren? Jetzt muss ich eine Entscheidung machen, nicht wahr? Ich bin in Deutschland, aber ich spreche nicht mit einem Deutschen. Gott sei Dank hat mein Gehirn in der richtigen Richtung gearbeitet damals. Habe ihn eine Frage gefragt, die man im Allgemeinen nicht fragt. Bin gefragt, wie alt bist du? Sind Sie? Nach dem Krieg geboren. Habe ich gesagt, weißt du, so blöd wirst du jetzt nicht sein. Dieser Mann braucht dir wenigstens nicht zu sagen, dass er kein Nazi war, denn er war noch gar nicht auf der Welt. Needless to say, ich bin heute noch mit dem Mann befreundet. Das zeigt Ihnen, wie blöd man sein kann. Okay, dann hat er mich nach Belsen gefahren, obwohl er dort in der Nähe geboren war, war nie in dem Lager. Und ja, das war quasi eine Erlösung. Ich habe also mit einem Deutschen gesprochen, den Nachkriegsdeutschen, der mir nicht zu erzählen braucht, irgendwelchen Quatsch, das ist unsere Familie. Wissen Sie, wenn Sie mal einen Deutschen getroffen haben, das ist schon passiert in England, binnen 10 Sekunden hat man gehört, dass sie alle im Widerstand waren. Nee? Also das,
leave me in peace damit. Aber was auf dieser Reise dann geschehen ist, das war für mich sehr, sehr wichtig, denn ich bin also dann in das Lager gefahren und habe dort Leute getroffen, die mich erkannt haben. Also das waren die Engländer, waren da, ja. Die Geschichte ist zu lang, um in die Details zu gehen, aber als ich wollte auf den Friedhof gehen, denn nach der Befreiung sind noch viele Menschen gestorben. Ich wollte den Friedhof besuchen und wir sind also in das Lager rein, das frühere Displaced Camp, und konnten diesen Friedhof nicht finden. Und das waren alles junge Engländer dort, die wussten gar nicht, dass da ein Friedhof... Aber wir haben ihn letzten Endes doch gefunden und auf diesem Friedhof stand eine Gruppe von Menschen. Ich nähere mich diesen Menschen und ein Rabbiner, glaube ich, habe ich erkannt, sagt, du bist doch die Anita, spielst du noch immer Cello? Ich spreche jetzt von 40 Jahren nach der Befreiung, ja? Das war in den späten 80er Jahren. Ja, ich spiele noch immer Cello und so weiter. Und halt, stellt mich den anderen Leuten vor und einer davon war ein junger Historiker, dessen Aufgabe es war, ein anständiges Memorial, wie sagt man das, Gedenkstätte zu bauen. Denn damals war das nur eine Gartenlaube, als ich damit das angeguckt habe. Und seither ist mein Gehirn in die richtige Richtung gegangen. Ich kann eigentlich einen besseren Beitrag leisten, indem ich, die haben natürlich Zeitzeugen gesucht. Also Gott sei Dank habe ich nicht gefunden. Und habe dann eine Riesenkorrespondenz natürlich mit Belsen gehabt und bin immer noch engstens mit denen verbunden. Inzwischen haben die dort ein fantastisches Gedenkstätte. Haben Sie es mal gesehen? Ja. Also wirklich phänomenal, was die dort gemacht haben. Also so kam meine Rückkehr quasi in das Land meiner Feinde, damaligen Feinde. Das ist so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Ich möchte nochmal zurückspringen in die Geschichte mit Heinz Fischer in die 60er Jahre, die Frage, wie redet man über die NS-Verbrechen oder wie ist darüber geredet oder geschwiegen oder wie ist es verdrängt worden oder wie haben auch manche einfach weitergeredet, als wäre nichts gewesen. Sie wissen, was ich meine, eigentlich eine ganz markante Zäsur in der österreichischen Nachkriegszeit und ja, wie man es nennen will, Erinnerungskultur. Sie haben 1962 die antisemitischen Äußerungen von Taras Borodajkowitsch, einem Historiker, Professor an der Hochschule für Welthandel, öffentlich gemacht, die aus Mitschriften ihres Freundes Ferdinand Lazina, dem späteren Finanzminister, hervorgingen, haben ihn anonym bleiben lassen, damit sein Studienabschluss dort nicht gefährdet wird und sind dann selbst in einem Prozess wegen Ehrenbeleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Diese sogenannte Borodajkowitsch-Affäre zieht sich ja dann hin und flackert nochmal 65 auf mit dem ersten politischen Opfer der Nachkriegszeit in Österreich, Ernst Kirchweger, der von einem Neonazi niedergeschlagen wird und daraufhin stirbt. Ein Neonazi, der interessanterweise übrigens dann, nachdem er von der Uni Wien verwiesen wird, ganz kurze Zeit in Innsbruck zu inskribieren versucht und dann auch in Innsbruck wieder verwiesen wird und ich glaube schließlich nach Graz dann zum Studieren geht und dann am Ende in Deutschland weiter studiert. Aber da spielen Sie in einem entscheidenden Moment der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle, wo es darum geht, Schweigen zu durchbrechen oder zu hinterfragen, was gewissermaßen kontinuierlich weitererzählt wird in diesen Vorlesungen von Borodajkowitsch. Können Sie uns ein bisschen was über diesen Moment erzählen, Anfang der 60er? Also ich finde es wahnsinnig interessant, wenn man versucht, so gut es geht, sich ein Bild zu verschaffen oder ein Urteil zu fällen, wie hat sich Österreich nach dem April 1945 verhalten? Und das ist unglaublich widersprüchlich. Also in den ersten Wochen nach 1945, wie es noch kein gewähltes Parlament gegeben hat und nur eine provisorische Regierung, die sich quasi selbst gebildet und
selbst ernannt hat, da hat man einerseits gravierende Gesetze beschlossen gegen nationalsozialistische Verbrechen, die die Todesstrafe vorgesehen haben, wo wirklich etliche Todesurteile nicht nur verhängt, sondern auch vollstreckt wurden im Jahr 1945, die eine Seite. Auf der anderen Seite hat diese Regierung ein Manifest, eine Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Jedes Mal, wenn ich sie mir durchlese, wundere ich mich, weil da wird geschildert, dass also im März 1938 von außen ein schreckliches Unheil über Österreich hereingebrochen ist und Österreich ist mit Gewalt in einen Krieg hineingezwungen worden, den, so heißt es glaube ich wörtlich, kein anständiger Österreicher je gewollt hat und wollen konnte, und also die Österreicher sind alle unschuldig, war die Message. Dann ist im 46-47er Jahr eine gewisse Entnazifizierung fortgesetzt worden. Die Nazis haben ja an den ersten Wahlen im November 45 nicht teilnehmen dürfen, und das waren sehr viele, und sehr viele andere Soldaten waren noch in Kriegsgefangenschaft. Dann ist das Pendel aber wieder in die Richtung geschlagen, naja, wenn es so eine nationale Partei gäbe in Österreich, vielleicht wäre das, und jetzt hat sich die SPÖ gedacht, nützlich für uns, weil dann wird die ÖVP die absolute Mehrheit im Parlament verlieren, die sie im November 1945 bekommen hat. Und die ÖVP hat sich gedacht, vielleicht ist das nützlich für uns, weil dann haben wir einen potenziellen Koalitionspartner, wenn die Sozialdemokraten zu stark werden. Und so haben also mehr oder weniger die gleichen Menschen, die Verbotsgesetze und diese Beschlüsse gefasst haben, andererseits das Entstehen eines Verbandes der Unabhängigen, und das war ein Sammelbecken für ehemalige Nazis, begünstigt. Und auch in den nachfolgenden Jahren war es sehr widersprüchlich. Figl, der Bundeskanzler, kommt aus einem KZ. Maletta war ein einwandfreier Antifaschist, und dennoch hat im Haus von Maletta ein Treffen stattgefunden, wo sich ehemalige Nationalsozialisten und ehemalige Volksparteiler getroffen haben. Und an diesem Treffen mit Maletta im Jahr späten 40er Jahren hat auch dieser Herr Professor Borodajkiewicz teilgenommen, der, ich mache es ganz kurz, auf die Frage, was der schönste Tag in seinem Leben war, hat er gesagt, die beiden schönsten Tage in meinem Leben waren die Rede Hitler, der Tag, wo Hitler auf dem Heldenplatz seine Anschlussrede gehalten hat, und im nachfolgenden Jahr die Wahl von Pius XI. Zum Papst in Rom. Das waren die beiden schönsten Tage in seinem Leben, und er war ein Antisemit, und er hat es erreicht, obwohl er am Anfang relegiert war von jeder wissenschaftlichen Tätigkeit, und wirklich, das ist ja eine Pointe, er hat gearbeitet für die sowjetische Nachrichtenagentur TASS, unmittelbar nach 1945. Dann ist er aber Universitätsprofessor geworden an der damaligen Hochschule für Welthandel und hat Vorlesungen gehalten, wie Sie das geschildert haben, und ich habe diese Vorlesungsmitschrift von Ferdinand Lazina in die Hand bekommen. Er hat mir es gezeigt, und da habe ich meinen Augen nicht getraut und habe dann einen Artikel geschrieben, einen Brandartikel, weil gerade in dieser Zeit Regierungsmitglieder hintereinander Erklärungen abgegeben haben, der Unterrichtsminister, wie wichtig die Erziehung an den Schulen und Universitäten ist, die antifaschistische Erziehung ist so wichtig, und man muss alles tun, um da diesen Keim ein für alle Mal auszurotten. Und gleichzeitig hat der Professor Borodajkiewicz seine Vorlesungen gehalten.
Ich konnte diese Mitschrift zwar dem Gericht präsentieren, aber den Autor, den das Gericht kennen wollte, nicht nennen, aus den Gründen, die Sie gesagt haben. Mein Anwalt, der ein Freund meiner Familie war und Mitglied des Verfassungsgerichtshofs war und selber als Richter des Verfassungsgerichtshofs zu der Verhandlung im Bezirksgericht am Herrneuser Gürtel, Strafsache Borodajkiewicz gegen Fischer, gekommen ist, hat dem Richter angeboten, er, Rosenzweig, legt einen, lasst sich vereidigen, dass er den Autor dieser Mitschrift kennt und dass sie authentisch ist. Und das hat das Gericht abgelehnt. Und darauf bin ich, wie Sie gesagt haben, zu einer Geldstrafe und im Nichteinbringungsfall 14 Tage Arrest verurteilt worden. Und das hat den Borodajkiewicz in eine Triumphstimmung versetzt. Und er hat genau das, was er da in seiner Vorlesung gesagt hat, in einer Pressekonferenz mit Studentenvertretern noch einmal gesagt. Und da waren aber Journalisten dabei, unter anderem hat sich der Hugo Bortisch um diese Sache sehr gekümmert. Und ich habe das auch dem Gerhard Bronner geschickt, der damals Kabarettsendungen im Fernsehen gemacht hat. Und die haben das groß berichtet, der Kurier auf seiner Titelseite. Und dadurch ist das dann zu einem Issue geworden. Und es hat Pro- und Kontra-Demonstrationen gegeben. Das muss man auch traurigerweise eingestehen, dass gar nicht so wenige Studenten für den Borodajkiewicz demonstriert haben. Und bei einem dieser Zusammenstöße ist es dann zu diesem Totschlag gekommen. Es war kein Mord, aber der ist so brutal niedergeschlagen worden, dass er mit dem Kopf auf eine Gehsteigkante gestürzt ist und daran gestorben ist. Und dann hat sich das Bild gewendet und dann ist der Borodajkiewicz frühzeitig in Pension geschickt worden. Und damit das auch keine Heldentat wird, hat man eine Pensionskürzung um 1% verfügt in seiner Pensionistenpension, in seiner Professorenpension. Also das ist diese Causa, das war Anfang der 60er Jahre und Gott sei Dank hat sich seither doch etliches in Österreich geändert. Etliches hat sich geändert, aber Sie haben sich auch gerade in den letzten Monaten immer wieder sehr klar zu den derzeitigen politischen Entwicklungen geäußert in Interviews und Reden und Vorträgen, etwa zu Sätzen wie nicht Politik hat dem Recht zu folgen, sondern das Recht der Politik, wo Sie sehr klar in Salzburg in einem Vortrag zu Stellung genommen haben vor Juristen und auch in vielen Medieninterviews. Sie haben auch gesagt, Sie haben den Eindruck, dass die Lehren aus der Vergangenheit in Vergessenheit geraten mittlerweile und dass man sich gewissermaßen nicht mehr sicher sein kann, dass die Standards oder das, was sich mittlerweile seit den 60ern zum Besseren verändert hat, auch so bleibt. Also das ist ich bin froh, dass Sie das anschneiden, weil das beschäftigt mich in sehr, sehr zentraler Weise. Kurz zusammengefasst, es ist immer schon gestritten worden, ob die Leute, meine Großeltern haben das diskutiert, ob die Menschen aus der Geschichte was lernen oder nicht. Und da gibt es Optimisten und Pessimisten und den berühmten Satz von einer österreichischen Schriftstellerin, ich zitiere ihn immer wieder, die gesagt, ja, die Geschichte lehrt, aber sie findet keine Schüler. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, der Aufbau der Zweiten Republik, so wie die da gestanden ist, 30, 40 Jahre nach dem Krieg, oder wie Europa dasteht, oder wie Deutschland dasteht, wäre nicht möglich, wenn nicht viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen, aus dem gelernt hätten, was sich da abgespielt hat. Die Zweite Republik ist eine Antwort auf die Erste Republik. Der Aufbau Europas ist eine Antwort auf Nationalismus, engstirnigen Revanchismus etc. Nur denke ich mir dann, aber wie lang halten diese Lehren? Und spüren wir nicht jetzt gerade, dass auch in einem Land,
wo dann letzten Endes viel aus der Geschichte gelernt wurde, mit allen Schwankungen und mit allen Abstufungen und mit allen Hürden, die da überwunden werden mussten, dass dann in einem Land, wo viel aus der Geschichte gelernt wurde, auf einmal, und das ist ja irgendwie natürlich, die Lehren aus der Geschichte verblassen, wenn jene Generation, die diese Lehren und dieses Leid erfahren hat, wenn die langsam hinter dem Horizont verschwindet, versinkt. Und die spannende Frage ist, was kann man tun, um Lehren aus der Geschichte nicht versickern zu lassen mit dem Absterben der betreffenden Generationen, sondern was kann man tun, um Lehren der Geschichte wirklich als eine dauerhafte Leitlinie für eine vernünftige Entwicklung einer Gesellschaft aufzustellen. Und wenn Sie mich fragen, ob ich ein Patentrezept dafür habe, muss ich sagen, nein, ich habe kein Patentrezept, aber manche Dinge, die sich auch in den letzten, sage ich einmal, rund 5 Jahren, damit ich nicht ganz bestimmt auf eine konkrete Konstellation nur hindeute mit dem Zeigefinger, manches, was sich in den letzten 5 Jahren ereignet hat, hängt damit zusammen, dass Lehren schon wieder verdrängt, vergessen wurden und keine so große Rolle mehr spielen, wie das eigentlich sein müsste. Frau Lasker-Malfisch, Sie haben, glaube ich, bei Ihrer Dankesrede für den Deutschen Nationalpreis vor einigen Wochen gesagt, als Sie, und das spürt man ja auch in diesem Audiodokument, was wir gehört haben, diese Nüchternheit, wie Sie darüber reden, was vergangen ist, aber auch diese Erleichterung, befreit zu sein. Sie sagen das ja. Sie sagen das auch, wird auch in Ihrem Buch, finde ich, sehr interessant transportiert, diese Erleichterung, dieses Befreitsein dann in Bergen. Sie sagen, Sie und Ihre Schwester waren vollkommen naiv. Sie dachten, der Antisemitismus wäre vom Tisch, alles wird besser werden, alles wunderbar. Und gleichzeitig haben Sie, ich glaube, das Bild benutzt, genau, ja. Sie fühlen sich wie eine Ameise vor dem Mount Everest, oder es ist eine Sisyphusarbeit gewissermaßen. Genau, ja. Es ist weiterhin oder wieder zunehmend auch ein Schimpfwort, Jude. Es ist wieder ein Schimpfwort geworden. Ja, ja, wir müssen wahnsinnig aufpassen. Ich habe gemeint, meiner Schwester, wie gesagt, also dass das Ende von Antisemitismus, die Menschen werden jetzt verstehen, dass das unmöglich ist, nicht wahr? Es hat nicht zu lange gedauert, bis wir verstanden haben, dass es nicht so ist. Aber was jetzt geschieht, ist doch sehr... der ist antisemitisch. Fragen Sie mal einen Antisemiten, warum er antisemitisch ist. Was kriegen Sie dann für eine Antwort? Ja, die Juden sind alle reich. Die Juden wollen die Welt regieren. Diese blöden Schablonen, die man schon längst, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man das, im Grunde mit Erziehung, aber wer will schon erzogen worden? Diese Leute wollen ja gar nicht anderes wissen. Wissen Sie, das ist, man braucht, anscheinend braucht der Mensch irgendjemanden zu beschuldigen. Da fühle ich mich besser. Ja. The blame game. Pardon? Als Scapegoat. Ja, blame game. Und Neid. Die Juden sind alle so erfolgreich, nicht wahr? Vielleicht, ich glaube, sehr optimistisch bin ich nicht, aber wie wichtig es wäre, jüdische Geschichte zu lernen, eigentlich etwas zu verstehen, wo kommen wir eigentlich her, diese komischen Leute, diese Juden, ja? Da gibt es also sephardische Juden und aschkenasische Juden und die sprechen nicht mal die gleiche Sprache. Also lernen, wer sind das eigentlich, Juden? Man sollte schon nicht von Juden sprechen, man sollte von Menschen jüdischer Abstammung sprechen. Wir sind alle so unterschiedlich. Aber sagen Sie das mal einem eingefleischten Antisemiten. Nein, nein, wir sind alle, wir wollen die Welt regieren. Wir können sich nicht mal in dem kleinen Stück Erde, was den Juden gegeben ist, können sich nicht regieren. Sie wissen, was da los ist, nicht? Ja, also, das muss ich jetzt anderen Leuten überlassen, Antisemitismus zu bekämpfen. Aber ich glaube, Sie beide haben auch in
Interviews und Reden gesagt, auch Sie, Herr Fischer, dass Sie Optimist bleiben. Trotz allem. Ja? Ich auch. Trotz allem. Ich würde die Gelegenheit nutzen, die Diskussion zu öffnen für Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Und wenn Sie etwas von unseren beiden Ehrengästen wissen möchten. Und ich sehe, wir haben, glaube ich, ein Mikrofon hinten, oder? Da gibt's, Sie müssen gut aufzeigen, dass die Kolleginnen Sie sehen. Ich sehe Sie leider schlecht im Gegenlicht. Dort. Na, eigentlich die Arbeit wurscht, genau. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie haben im letzten Satz gesagt, Sie würden gerne den Kampf gegen Antisemitismus anderen überlassen. Ich zähle mich jetzt selber zur jungen Generation, nicht mehr ganz Digital Native. Aber was würden Sie sagen, wäre wichtig für diesen Kampf? An wen ist die Frage gerichtet? I guess it you. Bitte? I guess it you. But Eric, I don't understand what he said. Was ist heute wichtig? Ich muss immer alles übersetzen. Sagen Sie es nochmal laut, sonst übersetze ja. Ich es auch. Also als jemand jetzt von der jungen Generation, was wäre wichtig für den Kampf gegen Antisemitismus? So, someone from the younger generation, so what's important for fighting antisemitism? What's important? Große Fragen. Vielleicht die Leute sich vorzunehmen und sag mir nochmal genau, was hast du denn gegen diese Juden? Warum bist du Antisemit? Man soll sich mal ausdrücken, was ist das für ein Blödsinn? Ich bin antisemitisch. Die Araber sind auch Semiten, ja? Aber leider, ich meine, das ist ja seit Jahrhunderten, ist ja nichts Neues. Ich kann da keine Antwort geben im Grunde. Wie nehmen Sie Ihre vielen, weil Sie sind ständig und sehr oft in Schulen unterwegs, oder? Und machen ja, Zeitzeugengespräche mit... Ja, sehe ich anders aus als andere Leute. Ich meine, was stellt ihr euch denn vor unter Juden? Dass sie Hörner haben oder... Es ist so dumm, so idiotisch wirklich. Ja. Und eine solche Schande, dass man jüdische Kindergärten bewachen muss. Das ist ein Skandal. Dass man Angst hatte, Kippa zu tragen, aber als Jude... angegriffen wird. Was ist los in den Gehirnen von den Menschen? Ja. Da gibt es eine Frage, bitte. Ich möchte eigentlich Folgendes sagen. Ich war in einer Zeit in der Schule, wo über diesen ganzen Krieg und diese ganzen Gräueltaten nichts gelehrt wurde. Aber ein engagierter Lehrer hat uns in einer Kirche die Filme vom Ersten und Zweiten Weltkrieg und von den ganzen Situationen damals vorgeführt. Ich habe das nicht ausgehalten. Aber seit diesem Punkt her habe ich gelernt, selber zu denken und Empathie zu entwickeln für Menschen. Und es geht jetzt nicht nur um Juden oder Antisemitismus, es geht prinzipiell gegen dieses Hassschüren gegen andere Menschen. Und was mich jetzt besonders bestürzt, ist eine ganz andere Sache, dass zum Beispiel die Österreichische Nationalbank diese ganze Unterstützung für soziale, geisteswissenschaftliche und sonstige Themen wegnimmt und nur mehr die Wirtschaft aufbaut. Und davor habe ich ganz große Sorge, denn wenn man nur mehr die Wirtschaft sieht und nicht den Menschen, dann weiß man nicht, wohin sich unsere ganze Welt entwickelt. Weil das sind so große Probleme, die kann man sicher nicht mit der Wirtschaft allein lösen. I think it's more a statement than a question. Oder, Herr Fischer? Nein, das war ein Statement, aber ich möchte zu der erstgestellten Frage noch eine, ja, vielleicht selber eine Frage stellen oder eine Anmerkung machen. Eines ist nicht abzuleugnen, nämlich, dass es durch Jahrhunderte hindurch, ja fast durch mehr als ein Jahrtausend hindurch, einen angeblich religiös begründeten Antisemitismus gegeben hat, wo man die Juden als die Mörder an Jesus Christus angeklagt hat.
Und wenn ich mir vorstelle, dass, und man sieht ja auch die in der Kunst, in der Malerei des 16., 17. Jahrhunderts, in der Literatur, wie tief das verwurzelt war und wie schwer sich die heutige Kirche jahrzehntelang getan hat, sich davon zu distanzieren. Denn die heutige Kirche distanziert sich klar und deutlich davon, zu Recht. Aber vielleicht ist etwas, was durch Hunderte von Jahren, also Dutzende von Generationen hinweg gepredigt worden, dass die Juden das Volk sind, das das und das und das Schreckliche angestellt hat und den Jesus Christus ans Kreuz geschlagen hat und die ganzen Begleitumstände und gequält und gefoltert hat. Vielleicht ist das eine der Wurzeln für Antisemitismus. Vielleicht gibt das auch, weil wir uns ja zum Optimismus bekannt haben, einen Grund zur Hoffnung, dass doch, wenn jetzt ein, zwei, drei Generationen aufgewachsen sind, wo das kein Argument ist und wo das als Unsinn erkannt wird und wo sich selbst die Kirche dagegen wendet, dass das sich zum Besseren wenden könnte. Könnte ich mir vorstellen. Sie sind ja, Herr Fischer, nicht nur ein sehr engagierter Vermittler der österreichischen, vor allem auch Zeitgeschichte in den letzten Jahren, auch in Lehrveranstaltungen bei uns, aber eben auch als Koordinator des Erinnerungs- und Gedenkjahres 2018, aber Sie kümmern sich ja auch um viele andere Themen, gerade in dem vorhin genannten Ban Ki-moon Center. Themen auf der globalen Ebene, Klimakrise, Multilateralismus und SDGs. Auch Dinge, um die es nicht bestens bestellt ist. Gerade wie sehen Sie diese unterschiedlichen Ebenen miteinander verknüpft, wenn wir hier auch heute über die österreichische Zeitgeschichte oder die deutsch-österreichische im engeren Sinne reden und diese Herausforderungen auf der globalen Ebene? Also Sie haben liebenswürdigerweise jetzt ein paar Mal das Ban Ki-moon Center erwähnt und damit hat es auf sich, dass der Generalsekretär der UNO, Ban Ki-moon, hat eine 10-jährige Arbeitsperiode gehabt, 2x5 Jahre. Er ist ein großer Freund Österreichs, war koreanischer Botschafter in Österreich, ist ein persönlicher Freund von meiner Frau und von mir, das Ehepaar Ban Ki-moon und Sun Taek. Und er betrachtet als sein Lebenswerk als Generalsekretär der Vereinten Nationen die einhellige Beschlussfassung der SDGs, der Sustainable Development Goals, im September 2015. Und das Ziel der Sustainable Development Goals, die aus 17 Kapiteln besteht, ist bis zum Jahr 2030, also in den 15 Jahren 20 und 30, bei diesen 17 Sustainable Development Goals substanzielle Fortschritte zu erzielen. Für mich, der ich jetzt sehr intensiv damit zu tun habe, sind diese Ziele, das Leben unter der Armutsgrenze zu verbessern, den Hunger zu bekämpfen, den Menschen entsprechende sanitäre Verhältnisse zu schaffen, das Trinkwasser zu sichern, den Klimawandel zu verhindern, Gender Equality herzustellen und so weiter. Das ist wie ein globales Regierungsprogramm. Und dieses globale Regierungsprogramm zu unterstützen, finde ich für eine wirkliche Aufgabe, der wir uns alle widmen sollen. Und ich muss auch sagen, dass ich feststelle, dass es viele Länder gibt, die schon viel weiter sind, den Inhalt der SDGs zu bekannt zu machen. Wenn man in Korea, in Südkorea, in Schulen, in Klassenzimmer geht, findet man an den Wänden Tafeln und Tabellen und Zeichnungen, wie Korea liegt im Kampf um die SDGs, wo sie
im internationalen Durchschnitt gut liegen, wo sie weniger gut liegen. Also da müssen wir, haben wir noch ein schönes Stückchen aufzuholen und andere Länder auch. Die Dänen sind sehr weit, die Norweger sind sehr weit. Die Österreicher sind wie alle Europäer natürlich über dem Durchschnitt. Und wenn das würde uns an eine Welt näher bringen, wo Antisemitismus auch nichts verloren hat, weil Bildung dazugehört und Chancengleichheit dazugehört und Demokratie dazugehört. Also ich bin jetzt in meinen alten Tagen ein SDG-Anhänger, weil ich glaube, dass das wichtig ist und nützlich ist und konkret ist und allen hilft und nicht irgendwelche Privilegien schafft, sondern wirklich sich um diese Sache bemüht. Und freue mich, wenn ich in Ländern feststelle, dass sie das sehr ernst nehmen. Mhm. Frau Lasker-Wallfisch, Sie haben in Ihrem Buch berichten Sie auch davon und Sie sagen es aber auch immer bei Vorträgen im Mädchenorchester in Auschwitz, herrschte nicht immer nur Frieden. Nein. Vor allem auch deshalb, weil, was man leicht vergisst, in Auschwitz sehr unterschiedliche Sprachen gesprochen wurden und sie sich teilweise auch in dieser Gruppe gar nicht alle ohne weiteres miteinander verständigen konnten, was die Sache nicht einfacher gemacht hat. Und so haben sie, glaube ich, ihre Rede im Deutschen Bundestag letztes Jahr geschlossen mit den Worten, sprecht miteinander, baut Brücken. Das ist nun wieder eine Überleitung zu unserem Jubiläumsmotto, aber können Sie vielleicht noch ein bisschen was zum Schluss über diese Erfahrungen sagen, wie Sie auch dann ins Gespräch gekommen sind über diese Sprachbarrieren hinweg, die auch allein in dieser Gruppe nur existierten? Ja, da gab es zum Beispiel, gab es da eine Polin in dem Orchester, mit der ich nie gesprochen habe. You need to take the mic. Oh, sorry. Mit der ich nie gesprochen habe. Gab es eine Polin, eine Geigerin, mit der ich nie gesprochen habe. Nur als ein schreckliches Buch rauskam über das Orchester und so weiter, plötzlich sind wir wieder in Kontakt gekommen. Und obwohl wir sprachlich immer noch Schwierigkeiten hatten, aber sie kann auf Englisch schreiben und irgendwie ist es uns gelungen, miteinander zu sprechen. Und am Ende unseres Lebens sind wir Freunde geworden. Und das hat mir so bewiesen, wie gefährlich das ist, nicht miteinander zu sprechen. Ich sage, diese Kinder, die sich da jetzt mit den Messern erstechen, die sollen lieber Fußballspiel gehen und sich einladen in ihre verschiedenartigen Familien. Bei uns macht man, feiert man Weihnachten und bei uns feiert man was anderes. Man soll neugierig sein auf was anders ist und nicht Angst haben. Ich glaube, da ist so viel Angst dabei, bei diesem Hass. Wir haben Angst vor ist was anderes. Naja, also ich kann mir einen Mund fuselig reden. Aber wir hoffen, wie gesagt, dass es vielleicht doch anständig ausgehen wird. Es bleibt die Aufgabe, sprecht miteinander, baut Brücken. Sprecht miteinander, ja. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich fürs Kommen, für das Miteinander sprechen heute Abend und überhaupt für Ihre Brückenbautätigkeit, die Sie beide ständig in der Gesellschaft wahrnehmen und freue mich sehr auf den Ehrungstag morgen mit Ihnen. Danke.